世界の歴代サッカーの歴史の中で。No, was ich vorhin noch sagen wollte, der Andrzej ist halt jemand, wie, ich überlege mir auch, wie kann man den motivieren, dass er Top-Leistung bringt in der Liga. Wie, also Top-Leistung, halt, er versucht immer Top-Leistung zu bringen, aber es gibt immer noch ein bisschen, wo man noch mehr rausholen kann. Er ist ja nicht jemand, wenn es um Platz 8 geht oder 9 geht oder 10, das ist für den ja langweilig. Sondern Iniesta will um Titel spielen, der Iniesta will Champions League spielen und der will Titel holen für den Verein. Und das ist das Wichtigste. Das ist eine Motivation für ihn. Und das haben wir ihm gegeben. Diese Vision haben wir ihm mitgegeben. Und das hat ihn getragen. Und noch mehr, glaube ich, als sonst. Also er ist eh ein Top-Profi. Aber ich glaube, so ein Quäntchen kann man noch rausholen aus diesen Stars, wenn sie ein Ziel sehen, ein richtiges Ziel vor Augen haben. Für mich persönlich sind natürlich, wenn es nur um mein persönliches Ziel geht, ich versuche jedes Mal meine Spieler weiterzubringen. Das heißt, ja, auch mit ihnen Titel zu holen, ihnen etwas mitzugeben und nicht nur im taktischen Bereich, sondern im menschlichen Bereich, das kann ich machen. Weil das ist das Wichtigste am Ende, um Erfolg zu haben, auch für jeden einzelnen Spieler. Denn wenn es gibt genügend Fußballer, die in einer kleineren Liga gespielt haben, die Top-Fußballer sind, die schnell sind, gute Technik haben, aber am Ende waren sie nicht hungrig, haben sie nicht kapiert, worum es geht im Fußball. Das versuche ich ihnen auch mitzugeben, Dinge vom Leben mitzugeben. Und jedem Spieler oder jedem Spieler weiterzuhelfen. Egal, ob er mal nicht spielt, egal, ob er im Moment nicht zu gebrauchen ist, aber ich versuche, jeden Spieler weiterzubringen. Egal, ob er das bei uns schafft dann am Ende. Ich wünsche jedem Spieler immer nur das Beste. Aber ich will natürlich auch, dass jeder Spieler immer zum Spielen kommt. Und das ist meine Aufgabe. Wenn ich das geschafft habe, dann kommt automatisch immer der Erfolg. Und am Ende kommt dann vielleicht der erste Titel für den Verein raus und der zweite Titel. Und für mich in der Karriere liegt sich das auch gut, wenn ich jetzt lese, 6 Titel erreicht in meiner Karriere. Aber ich möchte natürlich noch mehr erholen. Und das war jetzt ein wichtiger Titel für mich. Ich bin jetzt seit 7 Monaten in Japan. Ist ja auch nicht so, dass wenn man jetzt hier keinen Erfolg hat, dass man dann überall anfangen kann, sondern wir hatten jetzt Erfolg. Und für mich persönlich bedeutet das natürlich, dass mir gewisse Dinge offen stehen. Mein Vertrag läuft aus am Ende Dezember und ich möchte das Beste geben bis dahin und dann schauen wir, was passiert. Und ich bin sehr stolz, ein Teil dieser Dinge mitgetragen zu haben bis jetzt. In diesen 7 Monaten 2 Titel zu holen, ist auch nicht alltäglich. Und wie gesagt, wenn man die Historie des Clubs sieht, auch was Besonderes, gibt mir auch weiterhin ein bisschen mehr Vertrauen in meine Arbeit.